Hey Leute, in unserem Video am Donnerstag haben wir ja schon ganz schön viele Fragen zum Thema Menstruationstassen beantwortet und das Video dazu, das findet ihr hier oben. Aber die eine große Frage ist natürlich geblieben, wie setzt man die Menstruationstasse richtig ein und vor allem auch, wie kriegt man die wieder raus? Ich habe persönlich schon Erfahrungen mit der Tasse und ich finde sie auch richtig cool und deswegen erzähle ich euch heute mal, wie das richtig klappt. Bevor du deine Tasse das erste Mal verwendest, musst du sie sterilisieren. Dafür Wasser aufkochen, die Tasse reingeben, mindestens 5 Minuten kochen lassen und dann kann's losgehen. Schritt 1. Hände waschen. Immer bevor du die Tasse einsetzt oder entfernst, denk dran, deine Hände zu waschen. Dann ist alles hygienisch. Schritt 2. Falten. Es gibt verschiedene Falttechniken, die alle ziemlich einfach sind. Die C-Faltung ist besonders easy. Drück die Tasse einfach flach und falte sie einmal in der Mitte. Mit der Punchdown-Faltung wird die Tasse besonders klein. Drücke auf einer Seite den Rand der Menstruationstasse mit einem Finger zuerst nach innen und dann nach unten in die Tasse hinein. Schritt 3. Entspannen. Bevor du die Tasse einsetzt, versuch zu entspannen. Such dir danach eine bequeme Position, in der du dich wohlfühlst. Sitzen, hocken, stehen oder ein Fuß auf der Toilette klappt besonders gut für das Einsetzen. Schritt 4. Einsetzen. Die Menstruationstasse sollte 2-3 cm über dem Vaginaeingang sitzen. Dann einfach die Finger lösen, damit die Tasse vollständig aufploppen kann. Mit dem Finger kannst du einmal drumherum streichen, um zu prüfen, ob sie ohne Dellen festsitzt. Sind da noch welche, hilft ein wenig drehen und streichen. Es bildet sich ein Unterdruck. Der und deine Muskeln halten die Tasse dann fest am richtigen Platz. Schritt 5. Entfernen. Je nachdem, wie stark deine Menstruationsblutung ist, muss die Tasse alle 4-12 Stunden geleert werden. Dafür erst wieder Hände waschen und entspannen. Drück das Ende der Tasse leicht zusammen, damit sich der Unterdruck lösen kann. Jetzt die Tasse mit leichten Seite-zu-Seite-Bewegungen vorsichtig entfernen. Den Inhalt, den kippst du einfach ins Klo. Die Tasse dann unter Wasser ausspülen und wieder einsetzen. Gibt's gerade mal kein Waschbecken zum Saubermachen, kannst du die Tasse mit Klopapier auswischen oder mit Wasser aus einer mitgebrachten Flasche ausspülen. Ist deine Menstruation für den Monat vorbei, sterilisiere die Tasse in heißem Wasser. Macht euch keinen Stress für den Fall, dass das beim ersten Mal nicht funktioniert. Das ist ganz normal und in dem Fall ist es wirklich so, dass Übung da die Meisterin macht. Ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn ihr mir einfach mal unten in die Kommentare schreibt, was denn eure bisherigen Erfahrungen sind mit Menstruationstassen und ob ihr die nutzt. Und natürlich würden wir uns wie immer freuen über ein Abo und wenn ihr am nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Das war alles.